Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Ja, man spricht es tatsächlich so aus, weil das Spiel ja Englisch ist, deshalb spricht man das Amnesia aus. Frag mich nicht, wieso das ist so. Gut. Hier, ein paar Tropfen bitte. Gut. Wir wissen nicht, wo wir hin. Boah, scheiße. Ich höre überall Schritte. Das macht mich irgendwie gerade voll irre. Sesam, öffne dich. Waren wir hier schon drin? Ich glaube schon, ne? Ja. Gut, waren wir hier schon? Genau, hier wollten wir hin. Weil da dieses Loch ist, meiner Erinnerung nach. Genau. Weil wir damit ja Steine bearbeiten können. So. Jetzt sind wir in ein Loch gestiegen. Wir wissen nicht wieso, weshalb, warum. Wir sind in ein Loch gestiegen, weil wir es halt können und so. Es scheint auch irgendwie kein Wiederkehr zu geben. Das heißt, was wir da jetzt oben liegen gelassen haben, das haben wir jetzt erstmal da oben liegen gelassen. Und drauf kommen wir jetzt auch nicht mehr. Gut. Was uns hier auch immer erwartet. Ist es Holz? Das scheint irgendwie mit Absicht hier gemacht worden zu sein, diese Höhle. Gut, das ist eine Sackgasse. Gut, schauen wir jetzt mal so weiter. Ja, die Steine können wir so wegnehmen. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass wir alle wegnehmen können. Hau ruck. Und zack. Ja, wir versperren jetzt hier, wo wir hergekommen sind, den Weg. Und irgendwas Sinnloses müssen wir ja machen in diesem Part. So. Genau, jetzt versperren wir uns hier nochmal selber den Weg, weil wir so genial sind. Wieso denn nicht? Der Teppich hat mich jetzt ein wenig erschrocken. Gehen wir erstmal hier lang. Nee, ich. Geräusch gehört, Teil aus. So, vorne ist ein Licht. Alter, der Daniel erschrickt sich ja schon, wenn er jemanden husten hört. Ich will nicht wissen, wie der im Real Life abgeht, so wenn er wirklich zu Hause ist. Hustet jemand eher, kackt sich fast in die Hose. Lagerraum. Da waren wir doch schon im Lagerraum. Folgen den Weg dennoch. Weißt du, wir gehen jetzt hier gerade zu einem ziemlicher Finsternis durch. Gehen wir. Wo ist denn der Lagerraum? Da ist ein Schild. Oh oh, Monster. Wie nennt man diese Viecher überhaupt? Ich höre hier irgendeine komische Musik. Gut. Okay, keine Ahnung, wer zu uns spricht. Da. 2. August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening, and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me.
Okay. Daniel scheint irgendwie ein wenig in Nemo geschluckt zu haben. Gut. So, gut, dass ich die Tür so aufgemacht habe. Gut, verpiss dich, du Drecksmonster. Boah, es hat das Viech hat die Tür aufgemacht. Wow, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Scheiße, bleib mir bloß vom Leib. Na toll, Flashback. Ich werde von einem Monster verfolgt. Gut. Hier. Boah. Das war jetzt eindeutig schwul. Boah. Boah. Das Viech hat uns nicht mal getroffen. Es hat uns gesehen und wir konnten noch rechtzeitig die Flucht ergreifen. Was ist denn das hier? Lass sich nicht bewegen. Vielleicht können wir es hier mit aufmachen. Dahinter ist auf jeden Fall irgendetwas. Oder hier. Da hinten ist das Monster. Boah. Hey, eine Zunderbuchse. Das war jetzt gerade ein ziemlicher Schreckmoment, muss ich sagen. Das war jetzt nicht so ganz ohne. Ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass das Viech jetzt hier direkt um die Ecke kommt. Ich war jetzt überlegen, soll ich die Tür zuknallen, wo das Viech gerade hergekommen ist, dass wir dann in den gegenüberliegenden Raum gehen, dort die Tür zu machen und dann da einfach warten. Warte, ich war mir da jetzt unschlüssig. Naja, im Endeffekt habe ich mich fürs Falsche entschieden, und zwar abzuwarten. Ja, komm. Geh weg, du Scheißmonster. Kann doch nicht so schwer sein. Och, Mann. Ich glaube, das hat sich wieder einigermaßen beruhigt. Gut, jetzt haben wir schon mal unser Ziel aus den Augen verloren. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt auch nicht mal, wo wir ganz genau hergekommen sind. Ich bin einfach gerannt wie so ein irres Kind. Und ich glaube, wir sind hierher gekommen, aus dieser Richtung. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie lange gelaufen sind. Küche. Da sind wir hergekommen. Genau, hier hat uns das Viech gesehen, dann sind wir gerannt. So, unser geistiger Zustand ist immer noch kacke. Hm. Öl. Hier, Frisslaterne. Hey, noch eine Zunderbuchse. Ich frag mich, was ein Monster in so einem Raum hier macht. Ich hasse es, im Licht zu sein. Daniel mag wohl das Licht, aber ich kann es nicht leiden. Ja, Licht heißt gesehen werden. Und gesehen werden ist nicht gut. So. Gut, kein Geräusch. Ruhe auf. Darf ich schon wieder jemanden im Hintergrund rumholen? Ein Glas. Ein leerer Glasbehälter. Toll. Da stand ja noch was von wegen Küche. Ich glaube, da schauen wir jetzt auch nochmal nach. Und hier sind hier tote Ratten. Was haben diese Viecher nur gemacht, diese Tierquäler? Und was ist das hier? Delirium Trinum Putte. Nee, ich weiß nicht, was das heißt. Wenn jetzt ein Monster um die Ecke steht, dann schrei ich.
komm. Ich warte auf dich. So. Ab in den Lagerraum. Emo spielen. Ab in deine Lieblingsecke, Daniel. Ja, du magst die Ecke, ne? Weil hier nie keine Monster sind und so. Also wenn wir das Monster jetzt hier reinkommt, dann haben wir definitiv die Arschkarte gezogen. Ich habe eine Idee. Fabrikadieren jetzt ein wenig die Tür. Genau, so. Ja klar, kaum habe ich gesagt, ich fabrikadiere mal die Tür, ist die Monstermusik wieder weg. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich noch ein Monster um die Ecke. Nein. Wieso hast du hier raufgeschaut, Daniel? Der hat automatisch gerade im Tier raufgeschaut. Was willst du mir damit sagen? Was willst du mir damit sagen? Was mich ja wundert, dass das hier auf Englisch oder was weiß ich steht. Obwohl wir in Deutschland sind. Ja, ja, liebes Spielemacher-Team, da habt ihr euch ein bisschen vertan. Gut, da, Küche. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Wir mal sehen, mit was der Kerl hier kocht. Dass er so Gammelbrot und so anbietet. Ich gehe hier weg, da hat irgendwas gerumpelt. Da steht wieder Colina. Ich kann mir vorstellen, dass es lateinisch ist, weil da irgendwas von... Keine Ahnung. Nein, das Geräusch gefällt mir nicht. Ah, hier kommen wir wieder her. Ach, die Küche war da hinten. Oder wie? Okay. Lässt sich nicht bewegen. Okay. Irgendwie gefällt mir das Ganze hier gerade im Ganzen gar nicht. Wieso habe ich die Tür gerade so aufgemacht? Wäre jetzt ein Monster drin gewesen, hätte mir die Arschkarte gezogen. Wieso nimmt er nicht einfach dieses rostige Messer? Wieso? Mit dem rostigen Messer fügt man dem Viechern sogar noch eine Blutvergiftung zu. Aber nein, Daniel. Du bist natürlich mal jetzt viel zu doof dafür. Nein, wir langen nicht ins Feuer, auch wenn du es willst. Ja, scheiße, Monster, Monster. Was ist denn das? Hm? Ich glaube, hoffentlich sind wir hier richtig aufgehoben. Bei diesen Schweinehälften. Da fühlt sich ja Daniel ja wohl. Oh, scheiße, das Viech kommt durch die Tür. Schweinehälften. Also wenn das Viech jetzt Hunger hat, dann haben wir ein Problem. Das Viech steht da hinten. Ich habe jetzt gerade eine ziemliche Gänsehaut. Verpiss dich, du Drecksviech. Geh weg. Ich mag das nicht. Geh weg. Geh weg. Verpiss dich. Ich hasse diese Musik. Die macht mir schon wieder hier voll Paranoia und so. Geh weg. 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 Geh weg, du scheiß Bastard, wie ich. Ich kann dich nicht. Okay, die Musik hat sich beruhigt. Wir haben ein Schwein gefunden. Was ist das? Nice.
Na komm, was können wir da drin alles auflösen? Wieso könnten wir nicht einfach dieses Fass hier umkippen können und auf das Viech hier schmeißen? Oder so. Keine Ahnung. Ja, kann der Daniel sowas nicht? Da kommt jetzt nämlich so ein Stück Brot. Hm, vielleicht können wir das dann mit dem Glas mitnehmen. Ja, klar. Also, was immer der Koch macht, ne? Oder kocht. Der weiß definitiv nicht, was er kocht, weil das definitiv nicht gesund ist, wenn sie sogar Kisten da drin auflösen. Ey, eine Notiz. 3. August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brennenburg is a majestic creation, perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Okay. Was auch immer los ist, wir mögen den Alexander irgendwie oder der Alexander mag uns, aber wir müssen Alexander töten. Was bist du nur für ein undankbares Schwein, Daniel? Apropos Schwein, hier. Ach klar, die Schweinhilfen können wir nicht da drin auflösen, aber alles andere. Na komm. Das ist eine Art Säure, hurra. Ich muss natürlich mal wieder voll reinlangen, weil ich gerade mal wieder Lust drauf hatte. Die das Messer drin auflöst. Na komm. Bam. Eigentlich dürfte sich das Messer da drin nicht auflösen. Was? Okay. Das ist nett. Das Messer löst sich nicht auf. Und der Teller? Was? Zur Hölle. Was? What the fuck? Gehen wir, das Wasser macht mich, diese Säure macht mich irgendwie ein bisschen nervös. Das ist kein Scheiß, es hat mich jetzt echt ein wenig nervös gemacht, dass es so rumgeplanscht hat ohne Grund. Ist die Tür vielleicht aufgegangen, weil das Monster dahergekommen ist? Nein. Ich höre hier irgendwelche komischen Stimmen. Am liebsten würde ich jetzt wieder einfach in die Ecke da hinten gehen und sterben. Nämlich nur dieses grässliche Spiel nicht mehr weiterspielen muss. Noch sind wir hier. Nein, ich mag das Geräusch nicht. Könnte ich mir sagen, als ob das Monster gerade irgendwie so einen Menschenkörper nimmt und irgendwie gegen die Wand basht. Irgendwie sowas. Gut, wir gehen jetzt mal den Weg hier. Das Geräusch kommt von hier hinten. Was auch immer ist, wir kommen dem Geräusch näher. Respekt, dann dürfte es gut sein. Okay.
Okay. Das ist einer der Gründe, warum wir Alexander töten sollen. Das ist noch eine komische Tür. Wir lassen die Tür jetzt offen, wenn da ein Monster drin ist. Nee. Ein toter Mensch. Ein waschechter toter Mensch.